Hallo, schön, dass du da bist. Freue mich, dass es dich interessiert, was ich so zu sagen habe, was so bei mir 2018 passiert ist und was ich für 2019 so plane. Wenn du dich jetzt wunderst, wie schaut die denn aus? Wieso hat die ein Handtuch auf dem Kopf? Hat zwei Gründe. Erstens, ganz klar ist bei mir schon länger so ein kleines Statement, ich bin gegen das Perfekte. Also ich bin nicht perfekt, will ich auch nie sein. Ich versuche zwar Perfektion zu erreichen, anzustreben, bin mir aber bewusst, ich werde nie perfekt sein. Und diesem ganzen Perfektionswahn mit Styling und mit, ich weiß nicht, wie vielen Stunden Schminken und Hochglanzprojektfotos kann ich nichts abgewinnen. Konnte ich noch nie, werde ich wohl auch nie was abgewinnen können. Das zum einen. Aber das ist heute nicht der Grund, warum ich mit einem Handtuch hier auftauche. Und zwar hat das damit was zu tun, dass ich euch ja auch heute mal ein wenig davon erzählen wollte, von meinen Bemühungen, wie es ausgegangen ist, 2018 ein wenig umweltbewusster zu leben. Und das ist Teil des Ganzen meiner, ja, persönlichen Umweltstudie, sage ich jetzt einfach mal. Was ist daraus geworden? Wie konnte ich so ein bisschen umweltbewusster leben? Das Handtuch und auch andere Handtücher spielen dabei eine große Rolle, haben damit einiges zu tun. Und zwar nenne ich das die sogenannte Drei-Handtuch-Methode. Logisch. Jedes Kind braucht einen Namen, jedes Projekt braucht auch einen Namen und das ist nur die Drei-Handtuch-Methode. Was hat es damit auf sich? Ich habe mir überlegt, ich habe ja, mal umgestellt, mal wieder zwischen Kurzhaarfrisur weg und hin zur Langhaarfrisur und habe dann festgestellt, ja, okay, ich brauche jetzt wieder häufiger einen Föhn und das hat mich genervt. Das war nämlich einer der großen Vorteile, wenn du eine richtig kurze Kurzhaarfrisur hast, dass du dann nicht ständig diesen Föhn benutzt, der laut ist, Strom frisst, Wärme von sich abgibt, besonders ganz toll im Hochsommer, dieses Jahr ganz klasse. Und ja, im Grunde genommen sinn- und zwecklos ist. Deswegen habe ich mich entschieden, lass den Föhn weg, wann immer es geht, mach was anderes. Und ich habe es geschafft, im kompletten letzten Jahr lediglich maximal 10-mal, wenn ich jetzt mal so überschaue, es waren ungefähr 10-mal, tatsächlich einen Föhn zu benutzen. Wobei ich diese Föhnbenutzungen auch nur machen musste, weil ich frühmorgens um kurz nach 5 aus dem Haus musste. Und ja, mit nassen Haaren, das dann keinen Spaß macht und auch wenn man dann wenn ich persönlich dann auch schon recht früh wach bin, dann doch nicht so, ich weiß nicht, so begeistert bin, wenn ich dann morgens um 5 schon eine Stunde mit Haartrocknen zugebracht habe oder ähnlichen Dingen. Muss nicht unbedingt sein. Also, das war der Grund, warum ich dann doch noch ab und an mal einen Föhn benutzt habe, aber in der Regel kann ich auf einen Föhn beispielsweise jetzt völlig verzichten. Eins meiner Projekte in Sachen Umweltbewusstsein fördern. Wie mache ich das Ganze? Ja, wer mich kennt, der weiß, ich setze lieber auf Handtücher und auf Waschlappen, anstatt auf täglich dreimal duschen und irgendwie fünfmal baden und ähnlichen Dingen. Habe ich mir verkniffen, stattdessen waschen. Mache ich schon seit, ja, gut 30 Jahren, setze ich eher auf Waschen. Und demzufolge ist der nächste Schritt logisch. Du kannst es dir einteilen. Haare waschen, Körper waschen, muss nicht in einem Rutsch passieren. Das wiederum bedeutet, dass du dir erst die Haare waschen kannst, dann nach dem Haare waschen erstes Handtuch benutzen, Haare einwickeln, danach dann in Ruhe den Körper waschen, Zähne putzen, dich in Ruhe anziehen, was so dazugehört. Dann das Handtuch wechseln, zweites Handtuch nehmen, wieder einwickeln. Und wenn das zweite Handtuch anfängt kalt zu werden, also wenn du merkst, oh, wird frisch an der Birne, dann bedeutet das, dass das ganze Handtuch die Feuchtigkeit so weit aufgesogen hat und jetzt eine Verbindung besteht von der Feuchtigkeit der Kopfhaut bis hoch zur Luft außerhalb des Handtuchs. Das heißt, wieder wechseln, drittes Handtuch nehmen, wieder einwickeln. Und das ist jetzt Handtuch Nummer 2 in diesem Fall bei mir jetzt gerade. Und nach dem dritten Handtuch kannst du im Grunde genommen Handtücher zur Seite legen, alle Haare ein bisschen durchwurschteln und dann hast du den, ja, perfekten Look. Egal, ob du jetzt Kurzhaarfrisur hast,
Da geht's natürlich auch schon mit einem Handtuch richtig los, da brauchst du keine drei. Oder ob du eine mittellange oder eine lange Haarfrisur hast. Also, Handtücher. Wieso? Was bringt mir das Ganze? Also, wie gesagt, ich kann das nicht so ab. Das Laute, das Heiße und vor allem den Stromverbrauch von dem Föhn spare ich mir, wenn es nicht unbedingt sein muss. Es ist Stromersparnis. Ich tue was für die Umwelt. Ich tue auch was für meine Haut. Ich habe eine, ich sag jetzt mal, leider relativ empfindliche Haut. Dementsprechend habe ich das Problem, dass ich, sobald ich irgendwie mit Cremes rangehe oder versuche, irgendwie was besonders Tolles für meine Haut zu machen, dass das ständig nach hinten losgeht und ich dann aufblühe. Dementsprechend habe ich mir das abgewöhnt. Ich versuche also meine Haut anderweitig zu schonen. An meine Haut kommt Seife, kommt Wasser und es kommt Shampoo, ein ganz spezielles, was ich ewige Zeiten gesucht habe und sehr froh bin, es gefunden zu haben. Ist ein Teebaumöl-Shampoo. Lasse ich nichts drauf kommen, nehme ich und wird auch nicht wieder gewechselt. Habe ich jetzt auch schon gut 2 Jahrzehnte. Das sind so die Sachen, die an meine Haut kommen. Wenn es unbedingt sein muss, ab und zu vielleicht mal eine Nivea-Creme. Jetzt habe ich Werbung gemacht, egal. Ich nehme auch mal Physam. Und vielleicht auch mal, wenn ich einen Sonnenbrand mir einfangen sollte, auch mal Oil of Olas wegen der Feuchtigkeit. Feuchtigkeitsgehalt. Das war's. Ich nehme keine tägliche Pflegeprodukte morgens, mittags, abends. Ich spare meiner Haut diese ganzen Chemiekeulen. Ich spare vor allen Dingen auch der Umwelt diese ganzen Chemiekeulen, was ich ganz sinnig finde. Ja, ich sehe nicht aus, als wenn ich eine Frau aus dem Hochglanzprospekt bin, aber c'est la vie. Ich freue mich über jede Falte, die ich habe, die zeigt, dass ich länger gelebt habe. Also dementsprechend. Ja, das war's zum Thema Projekt der drei Handtücher, also die Drei-Handtuch-Methode. Es gibt natürlich auch noch andere Dinge, die ich in Sachen Umweltschutz gemacht habe. Was habe ich noch gemacht? Ich habe angefangen, richtig konzentriert darauf zu achten, wo ist Palmöl drin und versuche darauf zu verzichten. Gelingt mir nicht bei allem. Was mich sehr nervt, ist, dass meine Lieblingssüßigkeiten, ich esse gerne, ich nasche gerne, dass meine Lieblingssüßigkeiten leider Gottes sehr oft Palmöl enthalten. Ich habe da schon nach Alternativen gesucht. Ja, und bin dadurch irgendwie mal wieder auf Nüsse gekommen. Ist jetzt kein Schokoladenersatz, leider Gottes, aber trotzdem, Nüsse, ich habe mir das angewöhnt. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Der Körper ist auch ein Gewohnheitstier. Man kann sich das wirklich angewöhnen. Ich konnte es mir angewöhnen, also schaffst du das auch. Statt dann irgendwie Schokolade oder sonstiges mir zuzuführen, tatsächlich einfach mal eine Handvoll Nüsse zwischendurch mal zu mampfen. Auch sehr lecker. Schmeckt übrigens sehr gut. Das war das. Was noch? Ich achte darauf, Plastiktüten noch mehr zu vermeiden. Wer das letztes Jahr und vorletztes Jahr mitverfolgt hat, ich habe immer irgendwelche Stoffbeutel bei mir. En masse. Ich habe in meinem Rucksack so 4, 5 unterschiedliche Stoffbeutel mindestens dabei. Als ich noch Auto gefahren bin, hatte ich auch in meinem Auto zusätzlich Stoffbeutel vorne und im Kofferraum. Überall waren Stoffbeutel verteilt. Ich habe in meinen Jacken Stoffbeutel. Also war sowieso schon recht gut ausgerüstet. Jetzt habe ich noch zusätzlich folgende Ergänzung, dass ich, wenn ich mir Gemüse hole oder Obst hole, leider ja auch immer das Problem noch habe, dass ich dort Plastiktüten nutzen soll, damit die Damen und Herren, die an der Kasse sitzen, die ja auch irgendwie ihren Job machen müssen, auch wissen, was sie mir nun für das Gemüse bzw. das Obst abzukassieren haben. Ich bin jetzt dazu übergegangen, diese Tüten mindestens noch ein zweites Mal weiter zu verwenden. Ich mache es so, dass ich diese dünnen Plastiktüten vorsichtig zubinde und wenn ich dann zu Hause bin, wieder auseinanderfrümel, Obst und Gemüse entsprechend rausnehme und diese Tüten dann als kleine Müllbeutel zum Beispiel wieder nutze. Beispielsweise im Badezimmerbereich. Hat die ideale Größe, ist perfekt, brauche ich nicht noch extra Müllbeutel besorgen, sondern kann die dafür nutzen. Oder ich nehme sie und packe da meine alten Getränkeflaschen, offene Mehrweg-Getränkeflaschen, die dann vielleicht noch so ein paar Resttropfen drin haben, packe ich da drin ein, wenn ich sie dann zur Flaschenrückgabe wieder bringe. Oder ich nehme sie, wenn ich irgendwie weiß, ich muss irgendwas unterwegs einpacken. Also dafür sind diese ganzen Sachen sehr gut nütze. Was mich auch immer geärgert hat, waren, wenn ich Müllbeutel hatte, gerade so diese gelben Müllsäcke, dass die ja ab und zu mal einreißen.
Die haben leider eine recht dünne Qualität. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns haben sie eine recht dünne Qualität. Das Problem dabei ist, ich reiße zwei auseinander und habe einen zerfetzt. Was machst du damit? Schmeißt du weg. Toll. Gefiel mir nicht. Also habe ich überlegt, was kann ich sonst was damit machen? Und bin dazu übergegangen, das als Regenschutz zu verwenden. Wenn es ganz blöd kommt, kann mich tatsächlich der eine oder andere mal mit einem gelben Müllsack bewaffnet als Regenschutz irgendwie so sturmhaubentechnisch irgendwo im Ort mal sehen. Es kann aber auch sein, dass ich diese gelben zerrissenen Müllsäcke nutze, um, wenn ich einkaufen gehe und ich weiß, sieht nach Regen aus, nehme ich solche Müllsäcke gerne mal mit und packe dann hinterher erstmal meine Beutel auf. Gelben Müllsack rein, aufschlagen, sodass ich da dann sozusagen eine Plastikhülle entwerfe, mache da dann die Einkäufe rein, die nicht nass werden dürfen und pack das Ganze dann zu, nehme noch zwei, drei Prospekte aus dem Ständer, die am Ende der Woche sowieso dann von den jeweiligen Märkten entsorgt werden und stopfe das dann auch noch mit rein und habe so einen perfekten Regenschutz. Ich benutze ja eher selten ein Auto. Ich fahre ja selber nicht mehr, aus gesundheitlichen Gründen vor allen Dingen. Kann kein Auto fahren. Hab mir vorgenommen, ich fahre wieder selber Auto, wenn ich ein Jahr lang schwindelfrei geblieben bin. Rekord liegt im Moment bei 2,5 Monaten, aber so im Schnitt nach wie vor so ein bis zwei Schwindelanfälle habe ich. Ist mir das also nach wie vor zu unsicher. Ich setze mich hinter kein Steuer, wenn ich irgendwelche anderen Personen gefährden könnte. Also ist das gestrichen. Stattdessen nutze ich, damals zwangsweise, inzwischen aber auch mit immer größerer Begeisterung, Busse, Bahnen und, wenn es denn mal sein muss, ein Taxi. Taxi ist ab und an fällig, habe ich dieses Jahr dreimal genutzt. Jawohl, dreimal. Dreimal bei Großeinkäufen, wo ich wusste, da gehst du jetzt hin, machst einen Großeinkauf, weil bestimmte Dinge im Angebot sind und weißt ganz genau, ich schlepp mich mit den Dosen und Co. tot. Ich muss nämlich zu Fuß einmal quer durch den ganzen Ort marschieren. Und es ist mit Steigung und Co. In meinem Alter normalerweise kein Problem. Allerdings bin ich halt gesundheitlich angeknackst und mir geht's so viel vielen anderen älteren Menschen. Ich kann leider nicht so flott und nicht so gerade und nicht so pausenlos gehen, wie andere das machen. Ich brauche ab und zu mal eine Pause, ich muss mich ab und zu mal setzen und wenn ich richtig schwer schleppen muss, mit Taschen und Co., fällt mir das nicht mehr so leicht wie vor meinem Unfall. Also dementsprechend ist ab und zu auch mal dann, wenn ich einen richtigen Großeinkauf mache, auch mal ein Taxi notwendig. Und das war in diesem Jahr dreimal. Ansonsten mache ich das immer so, dass ich so einmal ungefähr in der Woche das Notwendigste einkaufe, immer so zwei, drei Dosen mit dazu kaufe, sodass ich dann immer so ein bisschen ausweichen kann, wenn es mich mal umhaut in Sachen Erkältung und Co., dass ich dann niemanden bitten muss, irgendwie könnten Sie mir bitte Folgendes mitbringen oder irgendwie Hunger leiden muss, sondern schlicht und ergreifend sagen kann, funktioniert. Ich habe da jetzt zwar nicht das, was ich normalerweise morgens zum Frühstücken nehmen würde, aber ich habe jetzt, was weiß ich, da ist noch eine Tütensuppe irgendwo, ich habe da noch eine Dose Erbseneintopf oder ähnliches und das reicht dann eben auch mal. Da kommt man eben auch dann über die Runden. Das ist dann eben so die Alternative. Also täglicher Einkauf fällt weg. Hat man ja vielleicht, wenn man so im Auto viel unterwegs ist, macht man das eher, habe ich festgestellt. Ich kaufe also eher gezielt. Ist der dritte Punkt. Also Müllvermeidung möglichst in Sachen Tüten mehrfach nutzen. Einkäufe planen, also wirklich auch planen, dass ich dann weiß, okay, ich setze sehr viel jetzt auf Dosen und Co., weil da weiß ich, die sind lange haltbar. Ich kaufe mir die ein, habe die dann im Schrank stehen und weiß, die kann ich dann noch in ein paar Monaten dann noch nutzen. Das, was ich an frischem Obst und Gemüse hole, das hole ich mir tatsächlich so in einer Art und Weise, dass ich es dann auch sofort verbrauchen kann. Beim Obst und Gemüse achte ich außerdem darauf, dass es wirklich möglichst regional ist. Ich achte darauf, dass ich zum Beispiel keine Kartoffeln aus Ägypten kaufe. Es ist mir ein Rätsel, wieso man in Deutschland, dem Kartoffelland Europas überhaupt, vielleicht der ganzen Welt, warum man in Deutschland Kartoffeln aus Ägypten kaufen sollte.
Es ist mir ein Rätsel. Da verzichte ich dann lieber mal ein paar Monate auf Kartoffeln. Wenn es keine deutschen Kartoffeln im Supermarkt gibt, dann ist dem so, muss ich akzeptieren. Wenn die Supermärkte es vorziehen, das aus dem Ausland anzukarren, zig Flugmeilen und Treibstoff damit in die Atmosphäre zu blasen, dann noch den LKW-Verkehr in Kauf zu nehmen, dann ist dem so und der Verbraucher bestimmt halt mit, ob er das möchte oder nicht möchte. Ich möchte es nicht. Ich kaufe Kartoffeln dann, wenn ich sehe, deutsches Produkt. Heißt auch noch nicht, dass es regional ist, aber immerhin deutsches Produkt. Das heißt, es wird nicht einmal quer um die halbe Weltkugel gekarrt. Also da achte ich auch drauf, dass ich möglichst Produkte kaufe, die entweder direkt in Deutschland produziert werden, also einen relativ kurzen Weg haben, oder in den benachbarten europäischen Ländern. Und bei den Sachen, wo ich weiß, das gibt's normalerweise nicht in unseren Breitengraden, so wie Bananen, Ananas und Co., dann achte ich eben darauf, dass ich diese Sachen versuche zu besorgen mit irgendwelchen Umweltsiegeln. Klappt auch leider noch nicht immer, ärgert mich, aber ich bin auf jeden Fall auf dem richtigen Weg unterwegs. Was mache ich noch? Ja, Lampen bestellt habe ich schon seit Jahrzehnten. Was mache ich sonst noch? Ja, beim Kochen bin ich jetzt in eine andere Richtung gegangen. Zwei verschiedene Sachen. Zum Ersten, ich habe hier in dieser Wohnung habe ich die Küche des Vorgängers irgendwie geerbt. So sieht die Küche auch aus. Hat also auch einen Uraltherd und also richtig noch so mit erhöhten Platten und Co. Das heißt, relativ hoher Stromverbrauch. Ich mache das jetzt inzwischen auch schon seit Jahren so, nicht nur seit hier in der Wohnung, aber schon seit früher, dass ich Wasser erstmal erhitze in einem Wasserkocher und das dann rein in den Kochtopf. Also ich mache es dann immer so, dass ich Kochtopf eine kleine Schicht Wasser reinnehme, dann Ofen auf volle Tour raufheize, in der Zwischenzeit den Wasserkocher anschmeiße, dass da der Restliter an Wasser schön kocht, gieße das dann zu meinem bereits kochenden Wasser hinzu, Deckel drauf, warte, bis die Sache fertig ist, ziehe den Topf runter, mache den nächsten Topf auf die gleiche Platte, damit ich dann eben auch nicht mehrere Platten nutzen muss. Bei manchen Gerichten geht das hervorragend. Und dann achte ich darauf, dass ich rechtzeitig die Platte auch ausschalte, denn die Platten heizen ja auch alle noch nach. Das sind so kleine Tricks, ich denke, die kann jeder so ein bisschen durchführen. Was noch? Schokolade, ich esse ja auch gerne Schokolade, UTC zertifiziert, achte ich drauf. Was noch? Ja, ich versuche Plastikmüll auch in Sachen Verpackungen zu vermeiden, wobei mich manche Dinge wirklich ärgern. Also ich habe dieses Jahr eine Krise gekriegt, ich kaufe immer ganz gerne schon mal so Sachen ein wie Nüsse oder auch so Lebkuchen und Spekulatius, sobald die Sachen in den Märkten erscheinen. Ich weiß, viele jammern darüber und meckern darüber, dass Weihnachten dadurch vorgezogen wird. Ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Denn dadurch, dass die Sachen schon im Oktober, im November spätestens gekauft werden können, habe ich die Sachen schon im Haus und brauche mich dann wegen dieser Sachen nicht mehr ins Einkaufsgetümmel stürzen. Kann ich mir echt sparen. Und habe dadurch dann mehr von der Advents- und Weihnachtszeit, was ich sehr angenehm finde. Also bin ich natürlich dann auch wieder losgemarschiert und habe mir dann schon die Nüsse besorgt, unter anderem auch Walnüsse, so in einer 400-Gramm-Packung. Ja, und dann war der Dezember da und dann gab es zusätzlich zu diesen Tüten plötzlich auch in meinem Discounter meiner Wahl zusätzlich noch lose Walnüsse. Habe ich auch nochmal zugeschlagen. Was mich da aber richtig nervt, was mich richtig stört, ist Folgendes. Wenn ich dann mir die 100 Gramm an Gaben mal miteinander vergleiche, müsste es ja eigentlich so sein, dass die losen Sachen, weil sie weniger Verpackungsgedöns drumherum haben, günstiger sind. Dem war nicht so. Die Nüsse, die aus Frankreich kamen, in dem Fall, Frankreich, ja, es war Frankreich, in der Tüte waren günstiger als die Nüsse, die lose zu holen waren, waren ebenfalls aus Frankreich. Also kann es nicht am Land gelegen haben. Es muss also irgendwas anderes sein, was lose Nüsse verteuert. Was es sein könnte,
warum ich für Nüsse, die lose sind, mehr bezahlen soll als für Nüsse, die in einer blöden Plastiktüte stecken, entzieht sich meinem Verständnis. Da werde ich jetzt nächstes Jahr nochmal drauf achten, dass ich Plastiktüten links liegen lasse und mich dann auch nochmal ganz konkret an den Markt entsprechend auch nochmal wende. Ich werde das einfach mal im Auge behalten, ob das grundsätzlich so ist oder ob das jetzt eine Ausnahmeerscheinung war. Können ja auch saisonale Preisschwankungen gewesen sein beim Einkauf, dass sie das da weitergegeben haben. Ist auch möglich, ich will da nichts unterstellen. Also das sind so Sachen, auf die ich achte. Ja, das waren so ein paar Punkte, wo ich sage, ja, geht in die richtige Richtung. Da habe ich schon ein bisschen an den Stellschrauben tatsächlich gedreht. Was ich auch festgestellt habe, ist, mein Zwangsurlaub vom Auto hat gute und schlechte Seiten. Also, was ich festgestellt habe, ich habe es zu Anfang, so die ersten Monate, extrem vermisst. Einfach so dieses Gefühl, mal schnell aus der Haustür raus, ins Auto springen, losfahren. Mal eben schnell hierhin, dorthin, mal eben was erledigen. Das fehlt mir. Das fehlt mir insbesondere deswegen, weil ich ja in Vislöwede wohne. Ich wollte ja nach Rothenburg eigentlich. Hat nicht funktioniert aus diversen Gründen. Ganz blöde Gründe im Grunde genommen. Unter den falschen Voraussetzungen. Ich habe da... Naja, egal. Das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall funktionierte das nicht und hat auch noch nicht funktioniert. Ich gucke da weiter und das ist auch mein Zwischenziel, zumindest mal auszuprobieren, wie es sich in Rothenburg so leben lässt. Hat familiäre Gründe. Wir stammen ja teilweise auch aus Rothenburg. Also teilweise hat meine Familie auch mal in Rothenburg gelebt. Deswegen sind da auch Verbindungen hin von meiner Seite aus, mütterlicherseits gesehen. Und zum anderen auch wegen des kulturellen Angebots. Vislöwede mag ich. Ist ein schöner kleiner Ort. Die Bewohner sind sehr nett. Du wirst nicht genervt, aber alle sind freundlich. Also ich finde das sehr, sehr angenehm. Gefällt mir. Das Programm, was sie so haben an kulturellen Angeboten, ist auch sehr gut, muss ich auch sagen. Ich nutze es eher wenig aus Zeitgründen. Und das, was angeboten wird, ist nicht so ganz meine Richtung. Aber ich finde es toll, was alles so angeboten wird. Also auch große Klasse. Was mich interessiert, findet in der Regel in Rothenburg statt. Und da ist eben auch mein großes Problem. Es findet dann meistens zu Uhrzeiten statt, zu denen keine Busse mehr hinfahren und vor allen Dingen ganz schlecht, zu denen keine Busse mehr zurückfahren. Also ich könnte zwar hinfahren, frühmorgens oder mittags oder auch nachmittags und dann einfach mal ein paar Stunden warten, bis dann abends die Veranstaltungen stattfinden, die mich interessieren würden. Wie Kultur, also da sind so wahnsinnig viele Kulturveranstaltungen von der Volkshochschule beispielsweise, die mich interessieren würden. Oder auch vom Museum, die mich interessieren würden. Oder auch von der Bücherei, die mich interessieren würden. Das Problem bei mir ist allerdings, ich würde hinfahren und müsste dann in Rothenburg übernachten oder aber dann in tiefster Dunkelheit hochtapern zum Bahnhof, dort in einen Zug steigen, von Rothenburg nach Bremen, von Bremen dann wieder den nächstmöglichen Zug nehmen, zurück nach Vislöwede und würde dann für eine Zugtour ungefähr 1,5 Stunden brauchen. Also komplett gesehen, wenn ich Glück habe, wenn ich nicht noch irgendwo in Bremen auf dem Bahnhof sitzen muss und warten muss, bis der Zug dann fährt. Ist ein bisschen blöd, also da vermisse ich das Auto tatsächlich. Alles andere lässt sich allerdings wirklich ohne eigenes Auto regeln. Und das geht auch hier bei uns auf dem Land. Ich war ja auch immer jemand, der gesagt hat, ja, Stadt kannst du wunderbar ohne Auto leben, auf dem Land ist das schlecht. Ich habe aber festgestellt, zumindest wenn du nicht auf einem richtig kompletten Dorf lebst, sondern in so einer kleineren Gemeinde, nenne ich es jetzt einfach mal, dann geht das durchaus, zumindest wenn die Verkehrsanbindung einigermaßen ist. Also ich kann jetzt von hier aus beispielsweise mit der Bahn sehr gut nach Bremen, wenn ich mal muss, oder auch nach Soltau fahren, wenn da irgendwas ist, wenn ich da irgendwas erledigen muss, oder auch mit einigen Umwegen dann auch nach Pferden kommen. Ist dann schon eine kleine Weltreise, aber funktioniert halt auch. Und ich kann vor allen Dingen auch mit den Bussen
sehr viel erreichen. Also es gibt jetzt einen kleinen zusätzlichen Bus von Visselhövede nach Walsrode und zurück. Da fährt jetzt eine regelmäßige Strecke. Finde ich sehr gut, habe ich schon 2-3 Mal genutzt, um zu Fachärzten zu kommen. Es gibt auch die Busverbindung von Visselhövede nach Rothenburg, die nach meinem Empfinden gerne häufiger stattfinden könnte und vor allen Dingen auch mal zu Zeiten stattfinden könnte, die von der Schule völlig unabhängig sind. Also beispielsweise auch mal abends fahren würden und vielleicht auch mal am Wochenende fahren würden. Für mich hätte das mindestens 2 große Vorteile. Ich könnte tatsächlich mal an kulturellen Veranstaltungen im Landkreis hier teilnehmen, die mir wirklich fehlen. Die fehlen mir. Es gäbe dann außerdem die Möglichkeit, auch mal an Gottesdiensten oder an Gottesdiensten Veranstaltungs irgendwie in irgendeiner Form mal teilzunehmen. Also für mich jetzt persönlich, Gottesdienste hat sich bis auf Weiteres erledigt. Ich kriege das nicht mehr auf die Reihe, in eine Kirche zu gehen. Die Scheinheiligkeit ist mir da einfach zu groß. Ich kriege es nicht mehr gebacken. Mich nervt das alles nur. Aber grundsätzlich würde ich die Idee gut finden, wenn das Angebot einfach bestünde. Ich sehe hier sehr viele ältere Menschen vor allen Dingen, die gar kein eigenes Auto haben, die gar nicht mehr selber fahren könnten, selbst wenn sie es wollten, sie könnten gar kein eigenes Auto mehr fahren. Und da finde ich es ein bisschen, nein, ich finde es nicht ein bisschen, ich finde es furchtbar schade, dass es immer noch keine regelmäßigen Busverbindungen beispielsweise auch an den Wochenenden gibt oder auch mal direkt zu den Gottesdiensten, Veranstaltungen hier bei uns im Kirchenkreis gibt. Also das sind so Sachen, die stören mich. Die stören mich wirklich. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, mal eben am Sonntag rüberzufahren nach Rothenburg ins Krankenhaus und da mal jemanden besuchen zu wollen. Das kannst du knicken. Da musst du wirklich nach Bremen und von Bremen nach Rothenburg und dann wieder von Rothenburg nach Bremen und von Bremen nach Visselhövede fahren. Per Bahn. Macht nicht wirklich Spaß, um es mal so zu sagen. Man kann sich auch darauf einrichten, indem man ein gutes Buch mitnimmt oder sich Gedanken macht, wenn man aus dem Fenster schaut. Aber es ist viel Lebenszeit, die anderweitig eingesetzt werden könnte, wenn da die Verbindungen besser wären. Also das sind so Sachen, die mir fehlen. Aber ansonsten, so das alltägliche Leben, kannst du gut damit planen, wenn du auch kein Auto hast. Du kannst also sehr gut planen. Ich muss morgens um 8 bei dem und dem Termin sein, bei dem und dem Arzt sein. Ja, dann sitzt du dich eben kurz nach 5 in den Bus, bis dann kurz nach 6, 6:30 ungefähr, dann eben auch in Rothenburg und ja, wartest dann eben bis um 8 dann der Termin ist. Erlebst mal den Sonnenaufgang, auch nicht schlecht, macht vielleicht auch mal Freude, mal die Natur mal wieder so in dieser Art und Weise zu erleben. Also es geht auch ohne Auto. Man muss nicht darauf aufmerken, man ist nicht wirklich, also ich bin jedenfalls nicht absolut darauf angewiesen. Was ich mir vorgenommen habe, wenn ich mir nochmal ein eigenes Auto kaufen sollte, dann entweder wirklich ein, also es wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach tatsächlich ein Elektroauto sein, die ja auch inzwischen durchaus auch schon günstiger angeboten werden, als es zu Anfang der Fall war. Ich habe mich schon mal umgesehen, wie ist die Versorgung hier elektromobiltechnisch. Gibt schon einige Zapfsäulen. Also hier in Visselhövede weiß ich von 2. In Rothenburg weiß ich auch von mindestens 2. Also dementsprechend würde ich da von A nach B auf jeden Fall kommen. Finde ich auch schon nicht schlecht. Also wenn, dann E-Auto. Und dann zusätzlich definitiv in Richtung Carsharing. Mich stört das hier auch, dass es das auf dem Ländlichen noch gar nicht so gibt. Ich habe das jetzt gelesen, im Allerleinetal gibt es jetzt eine Dorfgemeinschaft, die machen das, finde ich klasse. Aber da muss man natürlich dann auch schon in der Gegend wohnen, um das dann nutzen zu können. Hier bei uns leider nicht. In anderen Bereichen des Landkreises Rothenburg ja, aber bei uns hier in Visselhövede leider noch nicht. Vielleicht kommt da mal einer auf die Idee. Ich wäre sofort dabei, ich würde mich sofort beteiligen. Mir wird es gut gefallen. Kein eigenes Auto komplett für mich alleine nutzen zu müssen, als Alleinstehende, brauche ich das nicht. Kann man sich ja untereinander absprechen. Man kann ja flexibel untereinander absprechen, wer braucht das Auto wann oder auch nicht. Und man beteiligt sich dann eben an den Stromkosten und Ähnlichem, was da so eben so anfällt. Gut, das war's. Lange Rede, kurzer Sinn. Umweltbewusstsein ist vorhanden.
Ziele noch nicht erreicht, aber so kleine Zwischensteps erreicht und ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich freue mich jetzt natürlich von dir zu hören, was hast du so gemacht? Wie sieht's aus bei dir in Richtung Umweltschutz? Hast du schon was umgesetzt von dem, was du immer schon mal ändern wolltest? Oder nimmst du dir das für 2019 vor? Was änderst du 2019? Was wirst du da noch weiter verbessern? Ich freue mich drauf, davon zu hören. Schreib's mal drunter. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Mach's gut und ja, bis bald. Dauert ja noch ein bisschen. Ich habe ja noch ein paar andere Beiträge hier zum Thema Rückschau 2018 und Vorschau für 2019, Planung 2019. Bis dann. Tschüss.